Ja, hallo, ich bin René von Waffenmann Becker. Ich habe mitgebracht heute mal ein Rangeback, und zwar ein anderes Rangeback. Bisher haben wir das von Schmeisser viel verkauft, tatsächlich auch nutzen das selbst. Und Heike hat sich mal ein neues Rangeback gekauft und schauen wir uns das einfach mal gemeinsam an. Ja, hier haben wir unser Rangeback. Und wie ich finde, hier oben seht ihr die Molle-Schlaufen. Wir können da einiges schön anbringen. Schauen wir es mal außen. Das Rangeback wird beworben für Langwaffen, aber wir werden es tatsächlich nutzen für Kurzwaffen. Der auch nochmal Molle angebracht. Eine Außentasche, zwei kleinere Taschen, eine Tasche und hier, was ich, die Möglichkeit für Trinkflasche ähnliches. Wenn ihr reinschaut, normale Tasche. Was mir aber hier auffällt, die sind sehr, sehr dick gepolstert hier. Also garantiert ein Zentimeter dickes Polster. Das ist wirklich klasse. Also wenn ihr was reintut, ist tatsächlich gut geschützt. So, dann schauen wir weiter. Nehmen wir uns die größere Tasche hier mal vor. Wie gesagt, beworben wird sie für Langwaffen, aber was man gleich hier sieht, hier mit dabei, die Möglichkeit, Magazine schön sauber zu verstauen. Könnt das aber auch abnehmen und hätte dann wieder Klett. Hier drinnen findet ihr noch eine Tasche und auch sehr, sehr dick seht ihr das hier wieder. Und weil der Langwaffen, weil es das Langwaffen-Rangeback ist, hier eine Unterlage für die Waffe. Wenn ihr irgendwo ablegen wollt und das ist nicht ganz so schick, oder könnt ihr was anderes drauflegen. Das ist ja euch überlassen. Was ich auch schön finde, hier der Reißverschluss, seht ihr das? Da wirklich schön greifen und dann auch wirklich schnacke schnell zuziehen. Das ist wirklich schön. Da haben wir eine Tasche mit Sichtfenster, wo ihr euer Namensschildchen reinmachen könnt. Auch hier wieder wirklich dick gepolstert hier. Ja. Und dann haben wir hier noch zwei kleinere Taschen, hier tatsächlich, wo ihr Klett aufbringen könnt, Badges oder ähnliches. Hier auch wieder dick gepolstert, hört ihr das? Hier könnt ihr, was ich, Stifte oder andere Sachen reinstecken, seht ihr? Und hier haben wir noch so eine schöne Tasche, genau dasselbe, quasi. Nochmal zwei kleine, schöne Staufächer. Wenn wir oben reinschauen, auch der Deckel hier, wirklich sehr, sehr stabil, seht ihr das? Und auch schön dick gepolstert. Habt eine Innentasche, schauen wir uns gleich an. Und hier innen auch wieder zwei Taschen, wie man es bei vielen Rangebacks habt, wo ihr zum Beispiel, was ich, die Kurzwaffe reinpacken könnt oder die Kurzwaffe. Und wenn ihr oben zumacht, das ist natürlich dann wichtig, seht ihr das? Wenn ihr hier oben ein Schloss durchführen und dann ist tatsächlich auch dem Waffengesetz Genüge getan. Und dann habt ihr diese Innentasche hier noch. Könnt ihr Hülsen oder leere Magazine, je nachdem wie ihr es macht, haben wollt, befestigen. Macht ihr entweder am Rangeback fest oder an eurem Gürtel, wie ihr das gerne möchtet. Ist auch schön gelöst hier mit dem Verschluss hier. Ja, hier unten Dreck fällt dann raus. Dann haben wir auch diese kleine Innentasche hier mit Trageriemen. Den könnt ihr entweder am Rangeback festmachen, den Trageriemen. Würde ich zum Beispiel machen, weil die kleine Innentasche kann man auch so als, sagen wir, als Handtasche fast nehmen. Was hier auffällt, das fühlt sich alles sehr wertig an und stabil. Also verspricht wirklich gut und lange zu halten. So. Wir haben diese kleine Innentasche hier noch. Könnt ihr euch verschiedene große Fächer basteln, wenn ihr das möchtet, um dann, was ich, Gehörschutz oder andere Sachen voneinander zu trennen oder. Das könnt ihr euch dann so von der Größe machen, wie ihr das gerne wollt und wie es für euch praktisch ist oder wie ihr es einfach braucht. Ich nutze sowas hier für Stifte oder Dokumenten. Schießbuch und sowas, Gehörschutz, alles hier sauber reingepackt, da kommt nichts weg, da fliegt nichts rum.
Ihr habt da nochmal zwei innenliegende Taschen mit Reißverschluss, seht ihr das? Das bietet sich hervorragend an für Waffenbesitzkarte, Schießbuch hier rein oder anderen kleinen Kram. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich eine schöne Tasche, schön verarbeitet. Könnt ihr dann als Handtasche, ich fast gesagt, nehmen, rausnehmen, reinpacken, wie ihr das gerne braucht, möchtet, wie es gut für euch ist. Also insgesamt ein sehr, sehr hochwertiges Rangebag, wie ich finde. Und wir werden das nutzen, also Heike wird es nutzen, und dann werden wir euch berichten, ob wir irgendwelche Probleme hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube es einfach nicht. Vor allen Dingen, was wirklich schön ist, dass es so dick gepolstert ist und auch schön steif. Ja, wenn ihr Interesse an diesem Rangebag habt, des norwegischen Herstellers, dessen Namen ich immer euch richtig aussprechen kann, könnt ihr sehr, sehr gerne bei uns im Waffenhandel Becker erwerben. Fehlt noch die entsprechende Waffe hier für das Rangebag, gar kein Problem, gibt es auch bei uns mit der entsprechenden Werksberechtigung bei uns über den Waffenhandel Becker. Und für alle, die wissen wollen, wie es ist, einfach zu schießen, wie im Film und Fernsehen, ob es so ist, oder wie im Spiel, den empfehle ich ein Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker. Und alle angehenden Sportschützen, die begrüße ich recht herzlich bei uns beim Waffensachkundekurs bei der Schießschule Becker. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.